Hey Jon, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein kleines Etui für Karten nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Beginnen wir mit dem Material im Überblick. Du benötigst ein Stück Stoff, am besten nicht dehnbaren, mit den Maßen 36 x 12 cm. Und zusätzlich benötigst du noch ein Set Druckknöpfe. Bevor wir loslegen mit Nähen, schnapp dir ein Lineal und einen Stift und dann misst du von der kurzen Kanten aus 6 cm nach oben und zeichnest dir dort eine Linie. Diese gezeichnete Linie stellt jetzt deine Faltlinie dar. Falte also die untere Stoffkante an dieser Linie nach oben, so dass die linke Stoffseite innen liegt und somit die rechte, also die schöne Stoffseite, nach außen zu dir zeigt. Dann drehst du das Ganze um, sodass du ganz viel von der rechten Stoffseite siehst, also die Rückseite, und klappst dann den Stoff noch einmal nach oben bis zur Kante. Und dann nimmst du die obere Kante und legst diese nach unten bis zum unteren Rand. Jetzt liegt die rechts auf rechts und die linke Stoffseite ist außen. Nähe dann die beiden Seiten zu. Nach dem Nähen nimmst du dir dein Stoffstück und klappst es so aufeinander, dass die beiden Nähte sich treffen. Schnapp dir dann deine Stoffschere und schneide eine Rundung hinein. Hierbei setzt du an der äußeren Kante, also dort, wo die Naht liegt, etwas tiefer an und schneidest das Ganze rund nach oben hin zur Mitte. Wenn du das Ganze jetzt aufklappst, hast du oben eine Rundung, die nachher den Verschluss bildet. Jetzt nähst du die obere Rundung zu und setzt dabei über der anderen Naht an, sodass es sich komplett verschließt oben. Nach dem Nähen geht's ans Wenden. Du hast auf der unteren Seite deines Mini-Geldbeutels zwei Öffnungen. Bei der einen siehst du nur linke Stoffseite, bei der anderen rechte. Gewendet wird durch die Öffnung, wo du auch rechte Stoffseite siehst. Forme dabei mit dem Finger gut die Rundungen und Ecken aus. Du wirst feststellen, dass die untere Kante noch immer offen ist und du hier reinschauen kannst. Damit das gleich nicht mehr so ist, stülpst du das vordere kleine Täschchen einmal um den Stoff herum und so liegt diese offene Kante, die gerade noch unten war, innen. Und um diese jetzt zu verschließen, wird das Täschchen rundherum einmal abgesteppt mit einem Geradstich. Du nähst also ein paar Millimeter neben der Kante um das komplette Täschchen rum. Und so kannst du jetzt sehen, dass innen diese Wendeöffnung verschlossen ist und du somit einen fertig geschlossenen Geldbeutel hast. Und im nächsten und letzten Schritt kümmern wir uns jetzt um den Druckknopf. Die Druckknöpfe bestehen aus vier Teilen, zwei davon sind gleich und zwei sind unterschiedlich. Das sind die, die nachher ineinander gehen. Um die Druckknöpfe gleich anzubringen, benötigst du eine Druckknopfzange. Diese ist oft bei Druckknopfsets dabei, meins verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich würde dir empfehlen, zuerst den oberen Druckknopf, also den auf der Lasche, zu befestigen. Überlege dir hierzu, wo er sitzen soll, logischerweise natürlich in der Mitte. Und an dieser Stelle machst du dir entweder eine Markierung und stichst mit der beiliegenden Nadel den Stoff durch oder aber du drückst einfach den Druckknopf, der ja ein wenig spitz ist, hindurch. Dann wird das Gegenstück auf die andere Stoffseite gelegt und mit der Zange das Ganze gut zusammengedrückt. Und schon ist der erste Druckknopf fertig und wartet auf sein Gegenstück. Um die genaue Position für das Gegenstück herauszufinden, nimmst du am besten deinen Stift nochmal zur Hand. Klappe dann die obere Verschlusslasche inklusive Druckknopf nach oben und drücke ein bisschen auf den Stoff, so zeichnet sich bei Glück schon ein wenig was ab. Ansonsten achte einfach genau drauf, wo es landet und zeichne dir mit dem Stift diese Stelle an. An dieser Stelle befestigst du dann den Druckknopf, achte dieses Mal darauf, dass der Knopf, also das runde Ding, nach innen muss, so dass auf die obere Kante das Gegenstück zum Zudrücken kommt. Und dann ist es auch schon geschafft. Und dein Mini-Geldbeutel ist fertig. Das kleine Mini-Täschchen ist ein absolutes Blitzprojekt und auch super geeignet, um Stoffreste zu verwerten. Von der Größe passen in das fertige Exemplar exakt Geldkarten rein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.